Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid wieder zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Und ich warte hier gerade oben, rauch schön einer und plötzlich rennen hier ganz viele an mir vorbei. Habe ich die Aufnahme einfach mal gestartet, aber wahrscheinlich sind die weitergerannt. Wir könnten theoretisch auch zu diesem... Ja, wenn wir nicht lebend hinschaffen, wa? Wo war denn der Händler? War das der oder war das der? Sag mal. Könnte der gewesen sein, ne? Ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ich mich recht erinnere, sind wir hier über die Berge, weil wir von Weitem irgendwelche Dinger gesehen haben. Ich denke mal, das ist das Ding hier. Es bringt natürlich nichts, jetzt mitten in der Nacht dahin zu latschen, aber... Ja, was wollen wir machen? Warte mal, wir könnten eigentlich mal skillen. Wir haben ja ein paar Punkte bekommen. Ich weiß aber nicht mehr, was wir skillen wollten. Das war auch so ein Problem. Rauch gerade eine zwischendurch, weil ich ja eigentlich Pause machen wollte. Ist natürlich schlecht, aber hey. Wollten wir die Werkzeugschmied? Nee. Was wollten wir denn machen? Ich weiß das nicht mehr. Betonmischerei, das wäre im Grunde sehr interessant. Bauwerke haben wir definitiv. Bergbauwerkzeug haben wir noch nicht. Haben wir doch auch. Ach, Wissenschaft 3 brauchen wir dafür. Wissenschaften. Geht natürlich alle Punkte da drauf. Und wir wollten irgendwas anderes. Ich weiß genau, wir wollten irgendwas anderes machen. Überhitzt schon wieder. Das ist doch schlimm mit dem. Warte mal, haben wir eigentlich hier unser Eisen bei gehabt? Weil dann könnten wir uns mal so ein Spike Club machen, weil in der letzten Folge haben wir ja die Dinger gefunden. Das Buch dafür. Vielleicht können wir den mal bauen. Dann haben wir mal so eine schöne Waffe bei. Oh, das würde sogar direkt funktionieren. Wir haben natürlich keinen Platz, da sollten wir mal ganz schnell die Sachen wieder rausschmeißen. Na, sag mal, finde ich die Tasten hier nicht. So, Eisen brauchen wir nicht, Holz brauchen wir auch nicht bei haben. So. Haben wir eigentlich noch irgendwelche unnützen Sachen bei? Nee. Wir haben auf jeden Fall wieder richtig viel Munition, das finde ich gut. Und wir haben eine Menge, was wir ihm verkaufen können. Aber sonst noch was wir ihm verkaufen könnten? Im Grunde nicht, wa? Haben wir Kaffee bei uns angebaut? Ich glaube ja. So ein Rohling. Ich weiß nicht, wie gut unsere Waffen im Lager waren. Dann würde ich die erstmal behalten. Warum habe ich rotten Fleisch bei? Ich weiß es nicht. Nee, sonst haben wir nichts Aufregendes, was wir ihnen noch verkaufen könnten. Ne? Hier war auch jetzt nichts Dolles mehr drin. Ne? Eisen haben wir auf jeden Fall genug bei. Das finde ich sehr schön. Aber ansonsten ist hier überhaupt nichts drin, was wir noch verkaufen können, außer unsere normalen Klamotten. Ah, die will ich behalten. So. Komm, wir machen uns auf den Weg. Es ist 3 Uhr. Morgenstund hat Gold im Mund. Das sollte der Händler auch berücksichtigen. Boah, ich werde mal schnell meine Zigarette noch ausmachen. Weil normalerweise raucht man nicht im Let's Play. Das ist unhöflich. Trinke ich aber noch einen Schluck. So. Okay. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Bin gespannt, wie viel wir dafür kriegen und ob der das auch alles abnimmt. Was ich gerade merke ist, der behält den Zielfokus drin, wenn ich die Maustaste geklickt habe. Sonst musste man die Maustaste gedrückt lassen. Jetzt bleibt es drin. Da haben sie ein bisschen was updated, habe ich das Gefühl. Kann natürlich sein, dass ich mich schon wieder täusche. Wieder wüste Beschimpfungen in den Chats habe. Ey, das war doch schon immer da. Bist du mir jetzt aber ein bisschen sehr dicht gekommen, war Kollege? Oh, der Spike Club ist fertig. Ach, und gleich so ein 300er Ding. Da freue ich mich. Wir brauchen auch bald einen neuen Bogen. Hätten wir vielleicht auch mal machen sollen noch, wo wir Ruhe hatten. Der Händler hat er eh noch nicht auf.
glaube, der weiß, wo ich bin. Oh, oh. Ja, ja, ich hab's ja gemerkt. Ich hab's ja gemerkt. Das war dumm. Ich hab nicht getroffen. Was auch immer du gerade jagst, ich bin's nicht. Sag mal, Kollege, was machst du denn da? Komm nochmal her. Ach komm, ich triff dich jetzt nicht mehr. Kann doch nicht sein. Aber du machst doch komische Sachen da, oder? Ey, warum treffe ich dich denn nicht? Ich hab eben noch gesagt, es lief so gut. Aua, fuck. Jetzt ist aber gut hier. Ich glaube nicht, dass ich es überlebe, wa? Oh. Das ist, wenn man so überheblich durch die Gegend rennt. Oh, ich bin ja nicht getroffen, verdammte Axt hier. Kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich irgendwie Schiss. Zweig zurück zu Mami. Wo müssen wir hin? Dahin. Gut. Toll. Wäre natürlich schön, wenn wir ein bisschen schneller heilen würden. Ein bisschen schneller heilen, danke. Ich überlebte das schon wieder nicht hier. Ich sollte aufhören, 7 Days zu spielen. Kann ja nicht wahr sein hier. War mal in dem Haus schon drinnen mal? Bestimmt, oder? Das liegt ja hier direkt auf dem Weg. War mal bestimmt drin. Ja, da ist der Händler. Aber der hat natürlich noch nicht auf. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Wir könnten uns da draußen mal ein paar Binden machen. Wie war denn... Wie wurden die denn gebaut so? Haben wir das weg und dann können wir ein paar Federn wenigstens mitnehmen. Wir haben ja kaum welche. Warum hält denn der jetzt diese komische Ding so komisch hier? So. Muss ja nie sein. Was ich ein bisschen blöd finde bei der Zombie-Apokalypse, dass der Händler feste Zeiten hat und man kommt nicht rein. Und wird zurückgesetzt. Toll. Oh, genau die richtige Zeit, um wieder ein Tablettchen einzuschmeißen. Und was zu trinken. Warum haben wir denn hier zweimal Trinken bei? Ich verstehe das schon wieder nicht. Okay. Können wir Tee verkaufen. Aber ja, das hat ja noch Zeit. Das bringt auch nichts, hier irgendwas jetzt durchzusuchen, weil wir haben ja nur alle Sachen bei. Ist ja voll doof gerade. Was macht denn der Kackhändler überhaupt auf? Verdammt ruhig die Nacht. So nach unseren... Ja. Nachdem wir geschlachtet wurden fast und gut gegrillt sind. Da hinten läuft da, da laufen zwei. Ja, da werde ich jetzt nicht hingehen. Gucken wir mal hier noch ein bisschen rum. Also, wir könnten ja im Grunde... Die Sachen mal hier reinschmeißen, wa? Dann können wir ein paar Sachen sammeln. Warum habe ich denn die Pfeile bei? Oh, dann haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Und wir können uns mal einen neuen Bogen bauen. Hm. Ja, warum steht da niemals bei... Jetzt machst du auf, wo ich die Taschen gerade ausgeleert habe, oder was? Der ist ja so nervig, der Trader. Der
So, haben wir alles bei? Ich denke, wa? So. Aber wartet jetzt, weil ich da irgendwo gegengehauen habe. Dass er irgendwas gesagt hat. Aber steht offen da. Komm, geh mal rein. Ist genau der richtige Zeitpunkt zu handeln. Und so wie ich mein Glück habe, nimmt er gar nicht alle Sachen an. Hi. Hey, Jackass, can I lighten that backpack up for you? Naja, so sehe ich das auch. Ach, achte. Ach, wir kriegen richtig Geld. 33. Yay. Yeah, 6 für so einen schönen Hut. 9 Cappy, okay. 27 für einen Cowboy-Hut. 1. Naja, gut. Okay. Kriegst du. Eine Lederjacke. 94. Alter. Und wir steigen hier gerade richtig auf. Finde ich gut. Dass wir hier direkt handeln können. Schuhe, komm, 33. Alter, das läuft. So eine tolle Hose, nur 14. 11 für die geile Hose? Ich weiß ja nicht. Was gibt's denn hierfür? 39, hast du. 13, ja, kriegst du. Ah, obwohl, so ein kariertes Hemd, das ist schon schön, du. Was haben wir hier? Wieder eine Latzhose für 10, okay. Warum krieg ich für dich nur 24? Oh, 12, na okay. Hier hast du noch eine wunderschöne Hose für 9, na gut. Ja, schöne Schuhe, 41, ja, Schuhe sind teuer. Der muss weibliche Gene haben, der will Schuhe haben. So, 56 noch dazu. Da haben wir doch richtig Geld gemacht. Jo, dafür kriegen wir 12. Verkaufen wir ihn auch. So, warte, dann verkaufen wir ihn auch gleich hier alle. So. Was nimmst du für uns? Ach, der Spa. Boah. Ne, den behalte ich. Ist meiner. Was nimmst du denn hier für einen abgewrackten Bogen? Dafür gibst du ja nichts mehr. Für die Waffe gibst du auch noch richtig Geld, wa? Okay, finde ich ja nicht schlecht, aber die Sachen brauchen wir selber. Hier, Woodframes nimmst du gar nicht. Federn. 3 pro 5 Stück oder wie? Nee. Das können wir nicht machen. Für Holz gibst du auch nichts. So, hast du denn was Schönes für uns jetzt bei? Mopedbuch, Ein SWAT-Helm, ach, der wäre cool. Wir haben nicht genug Geld bei, ne? Trotz allem nicht. Hier sind alle Sachen, die er verkauft, oder? Ja, alle. Simple Licht. Material für die Schmiede, Glas. Aber dafür brauchen wir bestimmt Strom, oder? Und das haben wir ja nun noch überhaupt nicht. Pistolenmunition. Brauchen wir alles nicht. Schrotflinte, ja. Die wäre schon echt geil. Ah, die Sachen brauchen wir nicht. Na, ho, verkauft der für sonst wie viel Geld. Wer kauft sich denn eine Ho für 918? Macht doch kein Mensch. Insulator. Wozu braucht man den? Also, es gibt hier so viele Sachen, die man noch machen muss. Werkzeugkiste. Damit könnten wir irgendwas freischalten. Okay, auch schön. Na, viel hat er ja nicht, ne? Schade eigentlich. Don't let the door hit you on your way out. Ja. Komm hier zu, weg. Was, die Sachen kann man nicht mehr mitnehmen? Oh, das ist ja voll doof. Hier gibt's neue Sachen, interessant. Oder hatte ich die nicht mitgenommen? Ah, die würde ich so gerne mitnehmen. Aber wir überhitzen schon wieder. Ja. Okay. Wir waren im Grunde hier überall schon dran. Dann geht's nach Hause. Hast du noch Mais? Du hast noch Mais ein bisschen? Können wir das hier eigentlich wieder einpflanzen, aber das wird wohl nichts bringen, oder? Würde das was bringen?
Normalerweise dürfte es halt nicht wachsen. Achso, ich kann hier nichts pflanzen. Okay. Ist natürlich blöd, wenn ich die Sachen abreiße und die nicht neu wachsen. Naja, gut. Gut, dann gehen wir mal zu dem Haus wieder. Och, brennst du? Du tust mir ja voll leid. Das war ja nichts. Das ist im Grunde die einzige Keule, die ich benutze. Die anderen sind ja immer voll langweilig, aber die finde ich gut. Spike-Keule ist genial. Hatten wir besondere Sachen da hinten jetzt liegen lassen? Ich weiß es nicht. Bestimmt nichts Wichtiges. Entschuldigung. Hört ohne auf. Komm, dich nehmen wir auch mit, wenn du da schon stehst. Taschen. Ja, ja. Hättest du vorher gucken sollen, war ja laut genug. So, hier haben wir nichts drin. War ich hier drin oder nicht? Das interessiert mich jetzt. Ich würde ja fast sagen, nö. Ah, Mutti! Yay! Yeah. Mal kurz einen Spike-Knüppel über den Kopf gezogen. Ja, das läuft, wa? Hier nochmal hin. Ey! Oh, ein schöner Streuschwarten! Wo? Oh! Ui. Ach du Scheiße, was ist denn das da draußen? Für ihn? Kollege? Was sind denn das für welche? Da steckt auf jeden Fall viel ein, hat auch tolle Sachen bei. Dann komm du mal auch her. Da könnte man ja fast Angst haben, dass hier Radioaktivität ist. Und noch jemand? Irgendwas höre ich doch gerade. Ach, da hinten, gut. Oh, dann gucken wir doch erstmal hier unten, oder? Ah, da kommt einer. Machen wir weiter. Ja, ich helfe dir gleich. Alles gut. Nimm doch hier die Tür, Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da voll viele drin sind. Zwei? Ich hätte mehr gedacht. Tatsächlich. Weil das plötzlich überall angeritzt wurde. Da. Keiner da. Gut. Ein Pokal. Warum waren wir denn damals nicht hier drin? Oh, da stellen wir uns aber mal so hin, dass wir die Tür sehen. Dann kann ich wohl noch mal heimlich was trinken, ohne dass es jemand mitkriegt. Weil das ist ja so schön laut. Da kriegt man keine anderen Geräusche mit. So, nun mal auf hier. Oh. Sehr schöne Sachen. Gefallen mir ganz gut. Und ich muss sagen, der Spike Club hat sich schon gelohnt. Ah. Endlich mal so eine Krücke. Wenn wir uns wieder das Bein brechen, ganz optimal. Toll. Kannst du gleich essen. Gibt es hier oben noch was Schönes? Wahrscheinlich eher nicht. Ups. Auf jeden Fall haben wir das noch nicht gelesen. Jagdmesser. Cool, wir können das Messer bauen. Super duper. Könnten wir dann auch gewinnbringend verkaufen, möchte ich sagen.
Und noch ein paar Federn, sehr schön. Und was haben wir hier noch Schönes drin? Ah, noch ein Pistolenteil, super. Okay, dann werden wir jetzt mal da hinten zu unserem Häuschen gehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen da. Damit unterstützt ihr mich. Auch hoch oder runter. Wenn er runter macht, dann bitte mit ja, Kommentar. Das verlange ich, damit ich weiß, was ich besser machen kann. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.